Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben ja in der letzten Folge noch mit den beiden hier gequatscht und haben ein super krasses Kostüm erhalten. Genau. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in die Oberstadt. Mit den beiden haben wir ja auch schon gequatscht. Die sind ja auch ganz süß und verliebt. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als... Achso, ich glaube, das hätten wir uns schon mal angehört, wie sie das sagt. Gar nicht so viel zum Anschauen gedreht, ne? Der Kran ist neu. Wenn es ums Geschäft geht, waren die Händler in Seefels schon immer sehr innovativ. Einer wollte mir einmal die Lizenz für einen Apfel verkaufen. Der Apfel sollte mir nicht gehören, nur das Recht, ihn zu essen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Geschichte wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich mich darauf eingelassen hätte. Von dort oben betrachtet müssen uns alles Gute, alles Alter und Trott... Das haben wir jetzt auch schon mal angehört. Solange die Löwe nicht da ist, kann man sich schon mal in ihre Höhle wagen. Echt, gehen wir echt in die Schule? Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ja, krass. Oh, leck. Was zum... Du hättest mich treffen können. Heul doch. Solange die Ratsvorsitzende weg ist, darf niemand die Schule betreten. Oh, da ist aber einer sehr wachsam und sehr entschlossen. Gut gemacht. Kein großes Ding für einen Profi. Ich werde das in meinem Bericht erwähnen. Was denn für ein Bericht? Das darf ich leider nicht sagen. Nur so viel, eine positive Bewertung dürfte deiner Karriere einen Schub geben. Ich bin genau da, wo ich sein will. Tatsächlich? Klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Muss ein Fest für dich sein, Leute schikanieren zu können. Ein cleverer Kerl wie ich kann es in dieser Welt weit bringen. Aber du bist doch für Höheres bestimmt. Geh da raus und zeig es ihnen. Könnte ich, aber ich will nicht. Sollen doch die anderen rumstümpern, wie sie wollen. Irgendwann kommen sie dann angeschissen und wollen Hilfe. Dann sage ich, macht doch euren Scheiß allein, ihr Stümper. Ha! Ich soll für Ratsvorsitzende Van Buren etwas aus ihrem Büro holen. Hat sie mir nicht gesagt. Sie hat mir nur gesagt, dass ich eben den Kopf abschlagen soll. Der versucht hier reinzukommen, während sie weg ist. Vermutlich hat sie es nur vergessen. Sie dürfte sehr wütend werden, wenn ich ihr die Sachen nicht bringe. Wütend auf dich, nicht auf mich. Was für ein reizendes Gespräch. Kein Wunder, dass es dir gefallen hat. Gespräche mit dem großartigen Grunder Klimpus sind immer ein Fest. Für mich war es eher enttäuschend. Aber du hast dein Bestes gegeben. Gut, Schon sein Aussehen ist nicht angenehm. Das ihn aber noch markanter definierende Merkmal ist sein Odeur. Hältst dich wohl für toll, weil du so kompliziert labern kannst, was? Erbärmlich. Er ist nicht sonderlich schnell, körperlich wie geistig. Es heißt alt. Lern mal Deutsch. Er ist nicht so... Oh Mann. Ich muss ins Lehrerzimmer und werde da nun hingehen. Klar wirst du das. Und ich werde dir eins mit der Axt überziehen. Du würdest mich nicht treffen. Trotz dickem Bauch und dünnen Beinen. Gut. Wenn man von Feinden umgeben ist, kann eine Profe... Oh Gott. Er ist nicht sonderlich... Okay, wieso auch immer wir jetzt diese Brille aufhaben... Ich kann mich nicht auf einen Kampf mit dem Troll einlassen. Sicher, ich könnte an ihm vorbeikommen, aber vielleicht würde er mich verfolgen und dabei die halbe Stadt aufwecken. Ärgerlicherweise kann ich ihn auch nicht austricksen. Dafür ist er zu dämlich. Ich glaube, ich setze die Brille wieder ab. Aber wir setzen dafür den Hut auf, weil wir cool sind. Sonst ist hier ja auch nichts. Können wir die Brille vielleicht Wilbur geben?
Oder braucht mir die hier oben? Ich versuche mal mit Wilbur zu quatschen. Wilbur? Ja? Da steht ein ausgewachsener Troll mit Breitaxt in der Eingangshalle der Schule und lässt mich nicht ins Lehrerzimmer. Gibt es noch einen anderen Weg in die Schule? Wenn wir Kaminreisepulver hätten, könntest du über den Kamin ins Lehrerzimmer kommen. Kamin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Kamin war. Vermutlich ist er jetzt ein Puppenhaus oder etwas in der Art. Vielleicht ist der Kamin in der Bibliothek noch in Ordnung. Einen Versuch ist es wert. Fehlt nur noch das Kaminreisepulver. Das steht beim Direktor auf dem Schreibtisch. Womit wir wieder beim Anfang unseres Problems wären. Tja, so sieht's aus. Das war erstmal alles. Bis später. Oh nein. Ja, ich kann ihm, glaube ich, die Maske eh nicht geben. Oh Gott, das schaut so dämlich aus. Ivo, schau mal her. Ivo, hergucken. Nicht woanders hingucken. Schaut so dämlich aus. Hallo, ihr beiden. Kennen wir uns, Sir? Ich bin's. Sicherlich nur ein netter Stadtbewohner, Gulliver. Sie wollen uns doch nichts tun, oder, werter Herr? Nein. Wiedersehen. Diese Verkleidung funktioniert wirklich gut. Wie idiotisch. Aber was können wir damit anfangen? Ich versuche nochmal damit mit allen zu quatschen. Wüsste momentan nicht, was es zu bereden gibt. Als Elfe fühle ich sonst... Und da weitergehen können wir auch nicht. Nö. Dum, 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 dum. Und ich meine, was will Wilbur mit dem Schlüssel? Der Schlüssel wird Wilbur da unten nicht weiterhelfen. Ja. Sehe ich halt auch so. Deswegen schauen wir jetzt nochmal zu Wilbur. Wir haben einen Spiegel. Die haben da oben schon genug, der Müll bleibt. Der Papierhut ist... Ich bin verwirrt. Ich weiß gerade nicht so ganz, was ich tun soll, aber ich gehe mal runter. Vielleicht kann uns der Spiegel weiterhelfen. Nein. Ich kann nicht einfach im... Dachte der Zwerg, der keiner sein wollte, während ihn tote Augen aus der Dunkelheit betrachteten. Tote Augen? Dachte er und wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Ich habe das nicht gedacht. Ich habe es gesagt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mit wem redet er da immer? Ist er denn nicht allein? Okay. Ich kann also tatsächlich... Oh, ich kann weitergehen? Soll ich das können? Okay, ich komme nicht weiter. Was ist zu tun? Können wir Timmy den Spiegel geben? Nein. Also, so viele Optionen haben wir ja nicht. Tada! Vielleicht können wir Ethel den Spiegel geben, weil sie ist die Einzige da. Nein. Sie erschreckt sich jedes Mal, wenn ich sie anspreche. Besser, ich tue es nur, wenn es unbedingt nötig ist. Wenn ich noch mal...
Ich habe hier halt echt nicht viel Auswahl getan. Bam, 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 bam. Wenn ich vielleicht jetzt, wenn ich die Brille schon aufhabe, mal in die Schule gehe. So. Genau, das probieren wir jetzt. Ich habe nur kurz überlegt, ob wir sonst noch irgendwas haben. Nein, das hilft nicht. Kalt. Dann tschüssi. Dann gehen wir nochmal zurück. Überleg nur gerade. Ich glaube, hier oben können wir gerade nicht viel machen. Deswegen. Wenn. Okay. Ich wechsle nochmal auf Bilbo. Ich glaube, ich habe bei ihm irgendwas übersehen. Hätte ich vielleicht doch. Doch. Da irgendwas übersehen. Komm, Bilbo, mach eine. Ivo! Was gibt's? Oh, ich habe hier andere Gesprächsoptionen. Das sollte ich mir merken. Nicht, dass ich mich nicht sehr freuen würde, aber warum bist du eigentlich in Seefeld? Ich wollte mit Erzmagier Alistair sprechen. Es gibt da Probleme. Solange es nicht ums Wetter geht, wird er dir momentan nicht viel weiterhelfen können. Mein Problem kann warten, hoffe ich. Munkus ist seit dem Kampf im Lehrerzimmer wie vom Erdboden verschwunden. Glaubst du, er ist noch in der Stadt? Ich befürchte ja. Wie Motten vom Licht werden Hexenmeister von Macht angezogen. Ein kleines Mädchen mit anscheinend grenzenloser Zauberkraft? Er wird alles versuchen, um das für sich zu nutzen. Und er kann sich in jeden verwandeln. Pass bloß auf, wem du da oben vertraust. Wer sagt, dass er hier oben ist? Er könnte genauso gut dort unten bei dir sein. Wir müssen beide die Augen offen halten. Remy hat erzählt, in der Stadt ist vieles verwandelt worden. Ist es wirklich so schlimm? Einige Gebäude hat es schwer erwischt. Aber nichts, was man nicht mit ein paar Fackeln regeln könnte. Schlimmer ist, dass auch einige Bewohner verwandelt wurden und sich niemand mehr traut, seine Meinung zu sagen. Das ist schlimm. Van Buren ist von ihrer Macht wie berauscht. Sie will die Welt verändern und leider hat sie auch die Mittel dazu. Zum Glück bist du da, Ivo. Wir werden sie aufhalten. Wäre nicht das erste Mal. Genau. Wo ist die Ratsvorsitzende? Lass dich da oben bloß nicht von ihr erwischen. Sie ist auf dem Weg zum Elfenhain. Will meiner Mutter einen Besuch abstatten. Machst du dir gar keine Sorgen? Am Elfenhain wird sie sich die Zähne ausbeißen. Man kann einen elfischen Schutzzauber nicht mit Menschenmagie brechen. Verstehe. Stellt sich also nur die Frage, wie lange Van Buren braucht, das herauszufinden. Sie wird wütend sein. Besser, wir sind da nicht mehr hier. Ich bräuchte für meine Suche nach Remy etwas, mit dem ich eine ganze Höhle ausleuchten kann. Ich werde die Augen offen halten. Danke. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Okay, wenn sie sagt, sie will die Augen offen halten. Hat sie gesagt? Ohren offen halten? Was? Dann quatschen wir nochmal mit jedem, der da ist. Ich möchte die beiden nicht... Okay. Hallo, Zloff. Grump?
Guten Abend, der Herr. Mit wem haben wir das Vergnügen? Oh. Ihr nehmt mich auf den Arm, oder? Ich bin's, Ivo. Prinzessin Ivo? Dicke Elfe verkleidet. Sei nicht albern, Grump. Nur ein Gestaltwandler könnte sich so perfekt tarnen. Ihr müsst mich doch erkennen. Falls Sie einer der Leute der Ratsvorsitzenden sind, mein Bruder Grump und ich sind vorbildliche Bürger. Und wir kennen auch keine Prinzessin Ivo. Okay. Das gibt's doch nicht. Geh weg, Buttle. Ich hätte niemals gedacht, dass da wirklich Leute drauf reinfallen. Aber okay. Hallo, Zlov. Grump? Hallo, antwortet Prinzessin ihr mal? Ivo? Oh. Ein Freund von mir, der im nicht existierenden Widerstand aktiv ist, muss irgendwie eine große Höhle beleuchten. Ich bin kein Magier mehr und habe mit dem Widerstand nichts zu tun. Und weil ich kein Magier mehr bin, brauche ich auch keine magischen Gerätschaften mehr. Wie zum Beispiel diesen Klicker, mit dem man Sternenlicht einfangen kann. Gut, dass du kein Magier mehr bist. Dann kann ich dieses Ding ja meinem Freund, der nicht gesucht wird und der auch nicht im Widerstand ist, den es gar nicht gibt, geben. Warum reden so seltsam? Irgendwas hier doch nicht stimmen. Du bist viel zu misstrauisch, lieber Grump. Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Okay, Sternen einsammeln. Sternenlicht. Das heißt, ich würde jetzt nochmal in die Oberstadt. Oh Gott, das dauert alles so lange, wenn man so lange gehen muss. Entschuldigung. Und da... Oder funktioniert das Ding schon, bevor ich mich auf den Weg mache? Zlov hat das Ding einen Klicker genannt. Man soll damit Sternenlicht einfangen können. Ich kenne einige fluoreszierende Pflanzen, die tagsüber Sonnenlicht speichern und es nachts abgeben. Vielleicht meint er so etwas. Okay, aber ich glaube trotzdem... Huch, holla. Ach komm, Ivo. Lass dich nicht so schwer steuern. Nein, 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 nein. Wieso war denn der Fokus jetzt noch da unten, wenn ich schon hier oben war? Da, 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 da. In Ordnung. Sternenlicht einfangen. Das ist wunderschön. So, dann können wir jetzt wieder... Nein, jetzt bin ich zur Schule gegangen, ich Idiot. Ich Idiot. Kein Zutritt. Ja, dann gehen wir halt wieder. Da, 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 da. So, Entschuldigung. Wir gehen jetzt zurück, geben Wilbur das Sternendingsi-Bumsi. Wilbur? Ja? Ich habe ein wenig Sternenlicht für dich eingefangen. Damit sollte dein Lichtproblem keins mehr sein. Wirklich? Wow! Ich lasse dir den Klicker im Korb hinunter. Du darfst das Sternenlicht erst in der dunklen Höhle freilassen. Verstanden. Gut, dann können wir jetzt wieder auf Wilbur wechseln. Mit Hilfe des Korbs können Ivo sehr praktisch... Haben wir den jetzt automatisch? Okay, alles gut. Bam, bam, badam, bam, bam, badadada. Aber ich würde sagen, bevor es in die Höhle runtergeht und wir schauen, wie dieser Klicker funktioniert, werde ich die Folge beenden. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Dann bis dann. Tschüss!